Mama, ich brauche 20 Euro. Für was brauchst du jetzt schon wieder 20 Euro? Und zwar ist morgen Wandertag. Da muss ich 20 Euro mitnehmen. Wandertag, da brauchst du doch kein Geld. Doch, doch, Frau Dick meinte, wir brauchen Geld. Komisch, komisch. Naja, ich hab nur 50. 30 krieg ich wieder. Danke und tüdelü. Heute kauf ich mir den Skin. Mahlzeit. Micha! Vater, was machst du denn hier? Na, ich arbeite hier und helf aus. Oh Mann! Was suchst du überhaupt hier? Moin, das gleiche wie immer? Was bekommst du immer? Na, er kauft sich immer Paysafe-Karten. Micha! Woher hast du das Geld? Von Mama. Na, warte. Jochen, was gibt's? Für was hast du Micha Geld gegeben? Für den Wandertag morgen. Was? Micha, das gibt 2 Wochen Zockverbot und das Geld gibst du mir. Oh Mann. Ah, Micha, guten Morgen. Morgen. Ist ja schön, dass du so früh wach bist. Dann kannst du mir beim Aufräumen helfen. Eigentlich wollte ich... Auf, komm schon. Oh Mann, aber dann räume ich erst mein Zimmer auf. Na gut, dann ist endlich mal da oben aufgeräumt. Und Micha, wie schaut's? Was ist das denn? Du solltest doch aufräumen. Oh, hab ich vergessen. Ach ja, das hier werde ich mit Sicherheit nicht vergessen. Au, heute spiele ich Minecraft. Heute erwischt mich wirklich keiner. Ich hab mir Minecraft gekauft. Jetzt mal schauen, auf wen wir alles treffen. Gott sei Dank habe ich meinen eigenen Server. Den kennen wirklich wenige. Und hier habe ich auch schon extra Serverdaten. Oh Mann, Herr Müller joined the game. Schnell raus hier. Boxt bei Micha, left the game. Micha? Jetzt schnell zurück in die Klasse. Michael Meister, bitte ins Sekretariat. Oh Mann. Mahlzeit, alles fresh? Du hast Minecraft gespielt, während der Schulzeit. Ja, aber woher kennen Sie den Server? Das ist meiner. Ist doch egal. Ich will eine Dia-Rüstung auf deinem Server. Hä? Na, ich will auf deinem Server spielen. Na gut, kann ich dir geben. Das gibt aber trotzdem Nachsitzen. Oh Mann. Heute zockt Micha nicht nochmal auf dem Schulklo. Dafür sorge ich. Ja, Micha? Ich müsste mal scheißen. Schon wieder? Na gut, geh schon. Micha, wohin deswegs? Der Stift mal schon, das heißt, ich muss dringend kacken. Taschen leeren. Ernsthaft? Ja. Na gut, einmal mein Handy und einmal Kaugummis für den frischen Atem. Kaugummis? Die sind abgezählt, mein Freund. Und das war alles? Ja. Na dann, viel Spaß. Gott sei Dank habe ich die vorhin in den Spülkasten rein. Micha, du hast schon wieder den Müll nicht rausgebracht. Dafür nehme ich dir jetzt... Nein, bitte nicht die PlayStation. Tja, Pech gehabt. Ist die blöd. Was ist das denn? Wo ist meine PlayStation? Die habe ich Micha weggenommen und Beate ausgeliehen. Du hast was? Das ist meine PlayStation. Tja, Strafe muss sein. Was für Strafe? Ich habe doch noch nicht mal was gemacht. Micha! Herr Müller, wie lang noch? Micha, mach deine Aufgaben. Oh Mann. Was denn? Ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Die Schüler verwüsten die Schultoilette. Oh Mann, Micha, du bleibst hier und keine Dummheiten. Ja, ja. Was soll ich denn machen? Micha, komm schnell. Na endlich. Danke, Tante, du bist die Beste. Die glauben ja auch wirklich alles. Ich wurde verarscht. Micha, glaub mir, das hat ein Nachspiel. Vater, ich brauch 20 Euro. Nee, kannst vergessen. Komm schon, bitte. Ich sagte nein. Okay, dann machen wir ein Fortnite-Kill-Duell. Gewinn ich, bekomme ich 20 Euro. Haha, du willst gegen mich gewinnen. Ja, ist doch einfach. Du bist doch mega schlecht. Dann hast du ja nichts zu verlieren. Na gut, und wenn ich gewinne, dann bekommst du eine Woche Zockverbot. Okay, ich gewinne sowieso. Da ist schon der Erste und... Ha, gekillt. Micha, bei mir ist auch einer und... Ha, 1:1. Da ist noch einer. Zack, und hab auch schon die nächste Lusche. Oh Mann, okay, bei mir sind keine Gegner mehr. Micha, da ist auch schon der letzte und... Haha, ja, gewonnen. Oh Mann. Das gibt eine Woche Zockverbot. Mann, wer ist das denn jetzt? Hallo? Sie haben mich verarscht. Nein, das waren die richtigen Accountdaten. Den Account gibt's nicht. Ich will mein Geld zurück. Mann, na gut, hier. Tschüss. Hat die mich schon wieder reingelegt. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Jetzt klaue ich ihre seltenste Pokémon-Karte. So, das kann sie vergessen. Wo ist sie denn? Ah, hier. Ah! Jochen? Was soll denn das? Was suchst du denn hier?
Ich will mir nur ihre Pokémon-Karte ausleihen. Ich bin ja auch schon weg. Ach so. Ach, und Erika, das bleibt unter uns. Okay. Ich bin wieder zu Hause. Schön für dich. Hey, nicht so frech. Und, alles Paletti? Ja, Jochen war vorhin da. Jochen, was wollte er denn hier? Der wollte nur einen Kaffee trinken. Und warum macht er das nicht daheim? Er hatte keinen mehr da. Raus mit der Sprache. Ich muss weg. Haus darin. Die PS4 ist noch da. Und meine Spiele auch. Meine Pokémon-Karte ist weg. Ich mach auf. Ja, ja. Jochen, gib mir meine Karte zurück. Was meinst du? Du warst heute bei mir zu Hause. Meine Karte ist weg. Her damit. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Meinst du die hier? Ja, das ist sie. Micha, nein. Na dann hier. Ciao, Jochen. Micha, das hat ein Nachspiel. Glaub mir. Micha! Ja? Wir gehen jetzt. Du hast Zockverbot. Internetsperre ist aktiv. Also zocken kannst du schon mal nicht. Oh Mann. Och nee. Wer ist das denn jetzt? Nee, auf den habe ich keinen Bock. Sie hat mich weggedrückt. Mann, was mache ich jetzt? Ich habe die perfekte Idee. Wer ist das denn jetzt? Mahlzeit. Ich habe mit meinem Vater gewettet, dass euer WLAN-Passwort 1234567 heißt. Er meinte, es heißt Passwort. Was ist es? Keins von beiden. Unser Passwort ist 8765 4321. Mann, knapp daneben. Naja, danke und tüdelü. Niemand hält mich vom Zocken ab. Ich heiße Micha. Wie heißt du? Micha? Ich bin Sibylle. Tante? So ein Zufall. Also Micha, lass knacken. Wetten, ich mach mehr Kills als du? Du willst ein Killduell gegen mich? Ja. Okay, ich mach dich fertig. Micha, da ist schon der erste Gegner und zack, hab ihn. Bei mir ist auch schon einer. Zack und hab ihn. Tja, und ich hab auch schon den zweiten. Mann, hier ist kein Gegner mehr. Und der dritte. Warum finde ich keinen Gegner? Und der vierte? Das gibt es doch nicht. Und der fünfte? Oh Mann. Und da ist auch schon der letzte Hund. Zack, gewonnen. 6-1. Tüdelü. Wenn mein Vater zum Elternabend geht. So, willkommen zum vierten Elternabend dieses Jahr. Wie der vierte? Ich dachte, es wäre der erste. Nein, aber sie waren ja bei den ersten drei nicht da. Aber konnten sie ja auch nicht wissen. Sie waren ja im Auslandsjahr. Hä? Was denn für ein Auslandsjahr? Ja, sie wohnen und arbeiten in den Vereinigten Staaten und helfen dort, das neue Fortnite-Chapter zu programmieren. Deshalb konnten sie auch die letzten 15 Arbeiten nicht unterschreiben. Was? Da fällt mir übrigens noch ein, wir müssten über den 200€ Basketballkorb sprechen, den ihr Sohn kaputt gemacht hat. Nee, okay, jetzt reicht's. Micha, mach dich auf was gefasst. Oh oh. So, ihr kleinen Bubis, jetzt geht's ab ins Bett. Was, jetzt schon? Ja, und dass ihr auch wirklich schlaft? Her mit den elektronischen Geräten. Nein, das geht nicht. Meine Mama sagte, ich soll das nicht abgeben. Ach, komisch. Zu mir hat sie gesagt, ich soll's dir abnehmen. Aber wenn du willst, können wir anrufen. Oh Mann, na gut, hier. So, und jetzt schlaft. Bis morgen um 6. Oh Mann, ist die doof. Ich hab doch noch meine Switch dabei und hier gibt's gratis WLAN. Mahlzeit, Klaus, ich bin's, Micha. Micha, wie bist du hier reingekommen? Durch die Tür. Das ist mir auch klar, aber wie? Mit dem Schlüssel unter der Fußmatte. Wusste ich doch, dass es ein Scheißversteck ist. Auf jeden Fall hat Frau Dick uns früher heimgelassen. Oh, okay. Ja, komisch, das macht sie sonst nie. Naja, ich wollte fragen, ob ich ein bisschen mit dem Gaming-PC zocken darf. Ja, okay, kein Problem. Komm, ich zeig dir, wo es ist. Mahlzeit! Moin, willkommen zu der Pokémon-Umfrage. Umfrage? Ja, wenn du alles richtig hast, gewinnst du 10 Booster-Packs. Wow, ich weiß alles. Lass knacken. Okay, Frage 1. Seit wann gibt es Pokémon-Karten in Deutschland? Da war ich zwar noch nicht auf der Welt, aber das ist der 8. Dezember 2000. Wow, zweite Frage. Welche Pokémon-Karte ist die seltenste auf der gesamten Welt? Das ist die Pikachu Illustrator-Karte. Richtig. Dritte und letzte Frage. Wann wurde Pokémon das erste Mal in Deutschland ausgestrahlt? Puh, da fragst du mich was. Weiß ich leider nicht. Servus, ich weiß es. Es war der 1. September 1999. Richtig. Den Joker lasse ich gelten. Ja, Mann, danke. Dafür bekomme ich jetzt 5 davon ab. Nö. Tüdelü. Oh Mann. Mama, ich brauch 20€. Für was denn jetzt schon wieder? Naja, okay, ich erklär's dir.
Und zwar hatten wir in der Schule Pause. Da habe ich mir was beim Bäcker gekauft. Und da war sie. Wer war da? Na, ein Mädchen. Ich habe sie gesehen. Und sie hat sich Pokémon-Karten gekauft. Wow, was für eine Geschichte. Und für was brauchst du jetzt das Geld? Ich will ihr was Schönes kaufen. Na gut, ausnahmsweise. Ich habe nur 50. 30 krieg ich wieder. Danke und tüdelü. Und Micha, was hast du ihr gekauft? Nichts, sie hat mich ignoriert. Ui, Micha, das tut mir leid. Ach, alles gut. Hab mir gerade eine Paysafe-Card gekauft. Na Gott sei Dank. Wenn was ist, sag Bescheid. Und ihr glaubt, die Geschichte ist wahr? Mahlzeit. Du hier? Ah, du hast mich wahrscheinlich vorhin aus dem Haus gehen sehen. Ja, und du bist weggelaufen. Ja, da war ich kurz Pokémon-Karten kaufen. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Naja, ich habe gute Karten gezogen. Bock zu klatschen? Naja, habe ja sowieso nichts Besseres vor. Wie heißt du eigentlich? Alf. Was gibt's denn da zu lachen? Nichts, nichts. Ich sehe, du spielst Fortnite. Wenn ich gewinne, bekomme ich deinen Fortnite-Account. Okay, und wenn ich gewinne, bekomme ich deine gesamten Einnahmen dieses Monats. Okay. Ich hab's geschafft. Mann, das gibt's doch nicht. Gewonnen. Die Äpfel werden in 6 Kisten verpackt. In jeder Kiste sind 8 Stück drin. Wie viele Äpfel sind's insgesamt? Ist mir doch egal, ich habe eine Gegenfrage. Na gut, dann her mit deiner Frage. Mario ist 10 Jahre alt, seine Schwester Anna ist halb so alt. Wie alt ist Anna, wenn Mario 100 Jahre alt ist? Ich weiß es, 50. Klingt richtig. Nehm ich. Nein, sie ist 95 Jahre alt und Sie nennen sich Lehrerin? Micha, ab zum Direktor! Und hier ist Clap by Sibylle. Und hier ist Boxed by Micha. Angst, Micha! Träum, weiter! Und wo ist er? Sie spielen gerade Vollgeist um 5000 Euro. Okay, dann mal schauen, ob er das gewinnt. Das gibt es nicht. Clap by Sibylle ist sehr gut dabei. Knapp dahinter liegt Boxed by Micha. Das gewinne ich! Das glaubst auch nur du! Das gibt's nicht! Clap by Sibylle hat gewonnen! Nein, wir haben die falsche Person entführt! Na endlich zu Hause! Alexa, schalte Fernseher an! Schalte ihn doch selber an, du faule Sau! Seit wann hatten die so eine scheiß Stimme? Micha! Ja? Was ist mit Alexa los? Warum hat die so eine scheiß Stimme wie du? Ach so, ja, ich habe ein bisschen was eingesprochen. Hä, was? Ja, sag mal, Alexa, wer ist Vater? Alexa, wer ist Vater? Jochen Meister, ist eine faule Sau, zockt den ganzen Tag und ist schlecht in Fortnite. Das gibt's nicht. Micha! Oh oh. Da brauchst du nicht versuchen wegzurennen. Scheiße, Sackgasse. Au! Micha! Ja? Wir gehen jetzt. Du hast Zockverbot. Internetsperre ist aktiv, also zocken kannst du schon mal nicht. Oh Mann. Scheiße, Sibylle geht nicht ans Handy. Naja, ich gehe jetzt zu Klaus zocken. Mahlzeit, Klaus. Micha? Micha, was suchst du hier? Ja, raus mit der Sprache. Ich wollte ein Buch ausleihen. Wow, dass ich das noch erleben darf. Hier habe ich ein cooles Buch für dich, Micha. So habe ich richtig viel Geld verdient. Ihr glaubt ihm doch jetzt nicht, oder? Doch. Hier, Micha. Danke. Wow, hier steht drin, wie man am besten Geld verdient. Heute kaufe ich mir den Skin. Geh ran, geh ran, geh ran. Hi, Micha. Mahlzeit, Tante. Vater hat mir das Internet abgestellt. Was? Wieso das denn? Er glaubt nicht, dass wir die Community Battles gewinnen. Was? Wir haben doch die besten Zuschauer. Ja, hab ich ihm auch gesagt. Na warte, das haben wir gleich. So, jetzt bin ich in seinem Router. Michas Internet anschalten. Jochens Internet ausschalten. So, Micha, du hast wieder Internet. Jochenseits habe ich ausgeschalten. Ja, Mann, danke. Und du weißt, wenn wir am meisten Spielzeit in der Kreativmap haben, dann gewinnen wir unseren eigenen Fortnite-Spray. Ja, ich weiß. Also spielt alle diese Map. Was ist denn jetzt los? Halt, das Klo ist defekt. Was? Ja, der da, der hat's Klo gesprengt, wenn du verstehst, was ich mein. Oh Mann, ich muss aber voll scheißen. Im Lehrerzimmer gibt's noch ein Klo. Also nee. Ich muss voll aufs Klo. Tja, Micha, jetzt spiel ich mal auf dem Schulklo. Was? Der Stift malt schon. Tja, die Runde hat gerade erst angefangen. Nein, wieso dürfen Sie überhaupt spielen? Und ich bekomme dafür immer Ärger. Weil ich der Direktor bin. Mir egal jetzt, dann nehme ich den Mülleimer. Oh, ja.
Mahlzeit, ich heiße Micha, wie heißt du? Micha? Micha Meister? Ja, genau. Ich bin's, dein Nachbar. Wow, was für ein Zufall. Ja, Mann, wir müssen gewinnen. Okay, machen wir ein Killduell? Okay, los geht's. Erster Gegner, den hole ich mir. Ja, ich hab schon den ersten Kill. Ja, und ich auch. Sehr gut, Micha, 1-1. Da ist noch einer und zack, hab ihn. Bei mir ist keiner mehr, so langweilig. 2-1, ich lieg in Führung. Jetzt hab ich wieder einen und zacki. Hab ihn. Okay, bei mir ist auch noch einer und zack. Das ist der letzte und ich hol ihn mir. Zack, hab ihn. Ja, aber jetzt ist unentschieden. Micha, du hast doch Zockverbot. Erwischt. Warte ab, bis wir zu Hause sind. Au! Ah! Aua! Was schreist du denn so rum? Ich bin am Kochen und ist voll heiß. Das Öl ist doch noch nicht mal heiß. Was hast denn du? Ich muss voll scheißen. Schon wieder? Ja, der Stift malt schon. Dann geh. Danke. Gott sei Dank, jetzt kann ich endlich zocken. Hab ich doch gewusst, dass er heute wieder aufs Klo geht. Na, warte. Es ist soweit. Was ist soweit? Er ist auf dem Klo. Drück den Knopf. Ach so. Wow. War das ein Knall? Alter, euer Ernst? Wir haben die Schüssel gesprengt. Das ist Karma, Micha. Mahlzeit, jetzt bin ich dran mit Spielen. Kannst vergessen, lies ein Buch oder so. Der war gut, haha. Kannst mich mal, hau ab. Du Bengel, redest nicht mehr so mit mir. Hau du ab jetzt. Na, warte. So nervig, der Typ, ich schwör's dir. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich hab auch schon die perfekte Idee. Mann, verloren. Klepp bei Sibylle? Haha, du hast gegen Mädchen verloren. Noch schlimmer. Es ist meine Tante. Haha, hab ich ihn. Boah, mit dir habe ich keinen Bock mehr zu zocken. So schlecht wie du bist. Oh Mann, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr zu spielen. Haha, leg dich nie mit Micha an. Micha, Felix kommt gleich zu Besuch. Oh Mann, nicht der. Ich muss mich schnell beeilen. Ja, räum ruhig mal auf in deinem Drecksloch da oben. So, alles vorbereitet. Jetzt kann der Rotzlöffel kommen. Dem wird so langweilig sein. Hallo. Mahlzeit. Darf ich was spielen? Nein, unser Fernseher ist kaputt. Du hast nur den Bildschirm ausgeschalten. Unser Internet geht nicht. Du hast den Stecker ausgesteckt. Hab keine Spiele da. Du kaufst die Spiele immer nur online. Also lass mich jetzt spielen, du Anfänger. Weg da! Au! Alexa, schalte Licht aus. Licht ist schon angeschalten. Nicht anschalten. Aus! Licht ist angeschalten. Heller geht's nicht. Mann, dann halt nicht. Alexa, schalte Fernseher an. Fernseher ist ausgeschalten. Micha! Jo, alles fresh? Nichts ist fresh. Was hast du schon wieder mit Alexa gemacht? Und warum hat die deine Stimme? Hab wieder ein bisschen was eingestellt. Ja, ich merk's. Alexa, schalte Licht aus. Heller geht's nicht. Was soll der Scheiß? Na, Gegenteiltag, kennst du? Micha, jetzt reicht's. Wirklich, da ist für dich die Grenze? Hast du einen Schlaganfall? Willst du jetzt eine oder später? Ist es eine Fangfrage? Au! Mann, schon wieder verloren. Schon wieder einer aus dem Wave-Clan. Ach, wir werden nie so gut sein wie die. Glaub mir, das macht der Clan. Wir brauchen auch einen. Und wie sollen wir den nennen? Ah, Micha. Was gibt's denn? Wir wollen einen Clan machen. Wie könnten wir uns denn nennen? Der Rentner-Clan. Na hör mal, ich bin erst 45. Ich sag ja, Rentner. Also der Name gefällt mir. Nein, wir brauchen einen anderen Namen. Oder wie wär's mit The Losties? Micha, wir sind nicht lost. Also wenn ihr nicht lost seid, dann weiß ich auch nicht. Sei nicht so frech. Oder die Dumme. Das passt auch. Micha! Okay, bin schon weg. Tüdelü. Die Losties ist doch ein cooler Name. Mann, wo sind denn meine 50 Euro hin? Was ist denn los? Ich suche meine 50 Euro, die hier auf dem Tisch lagen. Weißt du, wo die hin sind? Micha hatte heute Morgen 50 Euro in der Hand. Er sagte, er hat sie geschenkt bekommen. Und das glaubst du ihm? Micha! Ja? Wo sind meine 50 Euro, die hier auf dem Tisch lagen? Ach, das waren deine. Natürlich waren das meine. Dachte, ich hab die liegen lassen. Das waren meine. Du hast doch nie Geld. Ja, da hast du recht. Und wo sind sie? Und zwar war ich in der Stadt unterwegs. Super. Und was ist jetzt mit meinen 50 Euro? Ja, ja, da war so ein Fortnite-Turnier. Da hat ein Profi mitgespielt. Und ich hab die 50 Euro eingesetzt und sie verdoppelt. Super. Und wo sind sie? Ja gut, ich bin in die Tankstelle rein. Sag mir jetzt nicht, du hast das ganze Geld für Fortnite ausgegeben. Nicht alles. Ich hab dir noch Süßigkeiten mitgebracht. Wow, das ist aber lieb. Ja, so bin ich halt. Was schaust du so sauer? Sei doch froh. Au!
Also, ich hoffe, ihr habt's jetzt gecheckt. Mahlzeit, sorry für die Verspätung. Der kommt ja jeden Tag zu spät. Was war denn diesmal? Und zwar gestern habe ich voll lang Fortnite gezockt und die Zeit vergessen. War ja klar, Fortnite schon wieder. Auf jeden Fall habe ich meinen Wecker nicht gehört und bin voll spät aufgestanden. Aha. Dann bin ich schnell zum Bus gerannt, aber der ist vor meiner Nase weggefahren. Wie immer. Dann sind auch noch alle Busse ausgefallen, das heißt, ich bin hergelaufen. Den weiten Weg. Ja, da sieht man mal, wie wichtig mir Schule ist. Denn jetzt bin ich da und jetzt kann der Unterricht beginnen. Ja, Schule aus. Morgen dann wieder, aber pünktlich. Micha!